dass wir da alles Mögliche und Beste tun wollen für unseren Verein, sind da sehr, sehr ehrgeizig und kämpfen auch für unsere Farben. Bei aller Wertschätzung, die Sie mir jetzt abgerungen haben, möchte ich am Samstagabend das Spiel gewinnen und für unsere Farben ganz, ganz klar. Und danach können wir sehr, sehr gerne auch dem VfL gewissermaßen die Daumen drücken, aber nur dann, wenn wir über ihn stehen und natürlich in der Klasse bleiben. Es geht um Schalke, Herr Wenzel, und es geht nicht um einzelne Personen. Das heißt, jeder, der hier ist, dass wir als Gruppe funktionieren. Jeder muss sich durchsetzen, jeder hat die Chance, sich zu zeigen und die Besten werden spielen. Hör mal auf zu schreien, hallo! Also als Schalke 04 äußern wir uns grundsätzlich nicht über andere Vereine. Das ist, glaube ich, wichtig und entscheidend ist auch, dass wir irgendwann anfangen, über Stuttgart zu sprechen, sonst dauert es hier, glaube ich, noch ein bisschen länger. Geben Sie uns da vielleicht mal ein Argument, dass wir das auch glauben können oder so. Also bislang müssen wir Ihnen das ja nur glauben. Wir kennen ja nicht die Parameter. Das heißt also, vielleicht lassen Sie die Öffentlichkeit auch daran teilnehmen, dass Sie einfach mal sagen, ja, der muss dreimal trainieren, dann müssen Sie ihn kaufen, dann würde ich das glauben. Aber wo liegt denn da die Einsatzklausel beispielsweise, damit das ein bisschen überzeugender ist? Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, Herr Wenzel. Sie können mir vertrauen. Mehr kann ich Ihnen vertrauensvoll nicht sagen. Neu da bist, geht es auch darum, so selbst der erste Eindruck zählt. Hör mal auf zu schreien, hallo! Da mache ich mir gar keine Zweifel. Also ich bin grundsätzlich immer ein positiver Typ, aber auch ein kämpferischer Typ. Also ich werde bis zum Schluss an diesen Fakt glauben. Weil ich meine, wenn du von oben nicht überzeugt bist, dann was willst du dann sagen, was die Spieler da überzeugt sind? Wir gehen vorweg, wir werden uns da auch nichts vormachen. Ne? Wir werden auch gewisse Dinge dann auch immer wieder bespielen müssen. Der Klassenerhalt ist unser großes Ziel. Wenn ich sage, der Klassenerhalt ist wieder Aufstieg, ist das nicht klein gemacht, sondern die Realität. Ne? Wenn wir mit einem gewissen Budget hier hantieren auf Schalke, was einfach ein neues Thema auch ist, und spielst gegen ein absolutes Schwergewicht, was das Budget angeht, ja gut, dann weißt du, wer der Favorit und wer der nicht ist. Aber ich, ganz ehrlich, ich fühle mich in so einer Herausforderrolle einfach pudelwohl, weil ich weiß, dass dieses letzte Jahr uns so viel gebracht hat. Die haben sich darauf bezogen, dass du auf den Platz kommst und die Zuschauer klatschen. Das zu leben, das eine ist das Sagen, aber das andere ist auch zu leben. Und ich glaube, das ist elementar zusammen mit dem Trainer, mit dem Gerard Asamoah, dass wir einfach da vorangehen, mit Peter Knebel in der Vorstandschaft, dass wir einfach das Schalke auch leben, nicht nur erzählen, wie es ist. Und dann die Spieler mitnehmen und auch fordern, natürlich auch nur mal klar zu machen, was bedeutet Schalke 04 und dann einfach auch wirken. Aber eins ist auch klar, ich bin neu auf Schalke. Du wirst jeden Tag dazulernen. Ich freue mich auf Montag auf die Geschäftsstelle. Ich freue mich einfach mal Hallo zu sagen, einfach die Leute zu erleben, wie sie Schalke leben. Und ich glaube, die ersten Wochen mit dem Wert an der Schranke, der einem das Gefühl gibt, Schalke, das muss wieder aufwärts gehen. Es gibt einem so viel Kraft einfach, dass jeder einfach bodenständig ist, demütig ist, einfach diesen Verein im Herzen hat. Und da möchte ich einfach mithelfen, dass es eine bessere Zukunft gibt. Dafür stehe ich und wie gesagt, entscheidend ist, dass wir alle zusammengehören.